Die Pflanze ist mir irgendwie unheimlich. Wenn ich näher rangehe, brennen meine Augen. Die Pflanze sieht zwar ziemlich merkwürdig aus, aber ich nehme mir mal eine Frucht. Na Kumpel, was geht ab? Warum treibst du dich hier herum? Zurück auf deinen Posten. Was faselst du denn da? Du hast deinen Posten verlassen. Wenn das Management das mitkriegt, bist du geliefert. Ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich redest. Machst wohl auf dumm, was? Und wie ich merke, ist deine Migräne weg. Ich wusste doch, dass du nur simulierst. Welche Migräne? Hör zu, ich rede nicht mit dir, wenn du mich für dumm verkaufen willst. Du bist sehr, sehr merkwürdig. Das sagt genau der Richtige. Wie auch immer. Was ist denn das für eine Absperrung? Als ob du das nicht wüsstest. Das Management ermittelt die durchschnittliche Arbeitsstundeneffektivität aller Angestellten. Angestellte? Verdammt, wir sind Piraten. Wir machen, was wir wollen. Tja, wir werden jetzt aber pro Stunde bezahlt. Scheint dir irgendwie entgangen zu sein. Das ist doch verrückt. Wir klauen, plündern und brennen Dörfer nieder. Ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich redest. Das war einmal. Die allmächtigen Klone wie du machen das jetzt. Wir anderen sind aus Sicht des Managements nur noch minderwertige Arbeiter. Ich? Geklont? Was ist hier los? Wo ist General Bragg? Oh, dieser Verräter. Nachdem man ihn geklont hatte, wurde er regionaler Einsatzleiter. So läuft das halt in der Bürokratie. Bragg wurde auch geklont? Unglaublich. Erzähl weiter. Kannst du für mich die Absperrung abschalten? Dafür brauche ich deine ID-Karte. Ich will mehr über die Sache mit dem Klonen wissen. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Alle Piraten, die außer Gefecht gesetzt wurden, hat man geklont und optimiert. Okay, und was ist mit den anderen? Die haben sich jeden einzelnen von uns geschnappt und uns an einen Schreibtisch gesetzt, damit wir verwaltungstechnische Arbeiten erledigen. Du machst Witze, oder? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Erinnerst du dich noch an Derek die Bluthand? Klar, so einen unheimlichen Kerl vergisst man nicht so schnell. Tja, der ist jetzt fürs Staubsaugen zuständig. Boah, der reinste Horror. Ich kann froh sein, dass sie mich nur in dieses Wachhäuschen gesteckt haben. Das ist einfach schrecklich. Wer kümmert sich denn jetzt ums Plündern, Angst und Schrecken verbreiten und all die anderen tollen Sachen? Die Klone! Das macht mich alles echt krank. Die haben hier alles umstrukturiert. Und der rechtschaffene Arbeiter ist nicht mal mehr den Staub unter ihren Schuhen wert. Ich hoffe, das Syndikat wird irgendwas dagegen unternehmen. Mir reicht's. Ja, ich organisiere einen Streik. Na dann, viel Glück. Ich verstehe den Sinn nicht. Tja, sie denken, dass sie damit unsere Effektivität als Untergrundorganisation erhöhen können. Totaler Blödsinn, wenn du mich fragst. Hast du die Klone schon in Aktion gesehen? Nein, nicht wirklich. Sie setzen sie im Moment als Wachen ein. Man kann ohne unterzeichnetes Formular nicht mal mehr aufs Klo gehen. Mir reicht das jetzt mit der Klonerei. Mir auch, das kannst du mir glauben. Man sieht sich. Ja, bis später. Hier, bitte sehr. Okay, lass mal sehen. Irgendwas ist komisch mit deiner ID-Karte. Was denn? Du wurdest geklont. Hier in der Datenbank steht auf direkten Befehl von General Rack geklont. Und diese ID-Nummer gilt als vermisst. Das ist alles so kompliziert. Stimmt. Und verdächtig noch dazu. Ich bin kein Klon. Natürlich bist du das, sieht man doch. Ich lasse dich erst durch, wenn du zugegeben hast, dass du ein Klon bist. Also gut, ich geb's zu. Ich bin ein Klon. Ha, wusste ich's doch. Du willst passieren? Ja, natürlich. Ich denke, ich kann ihn mitnehmen. Was zum...
Das ist nicht wahr, oder? Was meinst du denn? Dich meine ich! Verschwinde aus meinem Körper! Oh Mann, hör bitte auf, so rumzubrüllen. Mein Kopf fühlt sich an wie ein riesiger Ballon. Na und? Mann, die haben dich geklont. Ich meine mich. Hör auf, Mann. Mein Schädel explodiert gleich. Diese Migräne bringt mich noch um. Ich glaub das einfach nicht. Ich gehe sofort zum Management. Wie auch immer, Kumpel. Hauptsache, du machst keinen Lärm. Die Wache hatte recht. Die haben mich tatsächlich geklont. Fällt dir auch was auf? Was denn? Die Tatsache, dass wir ein und dieselbe Person sind. Ah, Mann, nicht so laut. Bitte, das sehe ich selbst. Ich bin ja nicht blind. Und? Was sagst du dazu? Tja, was soll ich sagen? Du gibst also zu, dass du mein Klon bist. Natürlich. Sie haben es mir in dem Augenblick gesagt, als ich aus der Maschine rausgekommen bin. Ich bin stärker, intelligenter und einfach besser als das Original. Besser als du? Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ach ja? Warum? Darum. Mein Kopf. Versager. Und ganz nebenbei, mein Afro ist größer. Da ich das Original bin, verlange ich, dass du verschwindest. Träum weiter, Mann. Pass auf, dass ich dich nicht verpfeife. Woher wollen Sie wissen, wem von uns beiden Sie trauen können? Mein genetischer Code ist in der Datenbank gespeichert. Außerdem habe ich diese ID-Karte. Und du nicht. Was, wenn ich die zusammenschlage? Die können unseren genetischen Code überprüfen. Meiner ist der richtige. Wie hältst du das nur aus? Als schlechte Kopie einer anderen Person? Wie du siehst, arbeite ich hier, während du hier eigentlich nichts zu suchen hast. Geh und mach die Klos sauber. Okay, okay. War ja nicht ernst gemeint. Das will ich hoffen. Du hast Migräne? Ja, seit dem Klon. Keine Ahnung warum. Das kommt davon. Richtig so. Bitte nicht herumplärren. Mit was haben sie dich geklont? Mit deiner Blutprobe. Blutprobe? Kann mich nicht daran erinnern, jemals eine gemacht zu haben. Tja, sie hatten sie aber. Ich habe mir wirklich noch nie Blut abnehmen lassen. Das habe ich auch nicht gesagt. Sie haben dir heimlich Blut abgenommen, als du gegen Windpocken geimpft wurdest. Windpocken? Ja, da war irgendwas. Aber ich kann mich nur noch bruchstückhaft dran erinnern. Es war am 15. Mai. Am 15. Mai? Ah, da hatte Sammy der Schlitzer Geburtstag. Warte mal, Sammy hat eine Party geschmissen. Wir haben bestimmt 5 Fässer Space Dragon Bier getrunken. Und am nächsten Tag war dann die Impfung. Kann sein. Oh mein Gott, die haben dich aus meinem Promille-Super-GAU-Blut geklont. Geschieht dir recht, du hast einen Gendefekt. Tja, großer Mist. Was soll ich tun? Ich glaube, da hilft nur eine Entgiftungstherapie. Ich kann dafür sorgen, dass deine Kopfschmerzen verschwinden. Echt? Oh Mann, das wäre der Hammer. Ich wäre dir dafür echt dankbar. Wie dankbar? Ich würde dich nicht verpfeifen. Wow, du bist aber großzügig. Das Geschäft ist geplatzt. Nein, nein, warte. Wenn du mir hilfst, werde ich ab und zu ein bisschen unaufmerksam sein. Und das heißt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Klingt gut. Ich überleg mir was gegen deine Kopfschmerzen. Und ich hab dann wirklich Narrenfreiheit? Solange es wirkt. Ich lass mir was einfallen. Tu das bitte. Ich muss da mal wieder. Klar. Der Computer hat ein Warenanlieferungsberechtigungsantragsformular ausgespuckt. Das scheinen Richtlinien für das Aussehen von Crips Transportrobotern zu sein. Interessant. Eine frisch polierte Messingstatue. Moderne Kunst ist echt nicht mein Ding. Arbeiter von A. Rudinsnitsky. Ich nehme es mit. Was machst du hier? Sieht man das nicht? Ich bewache diese Tür hier. Und auch die anderen Türen. Also wirst du dich wohl nicht vom Fleck rühren. Nein.
Sind hinter diesen Türen die Gefängniszellen? Jupp. Das Verhör läuft schon. Deswegen darf niemand rein. Mach's gut. Ich brech mir einen Ast ab. Pfefferspray. Hier, ich denke, das wirst du brauchen. Ich habe eine Idee. Ich höre. Sieht ganz so aus, als würden sie Transportroboter in die Lagerhalle lassen. Wir könnten doch Rohbretter als Transportroboter tarnen und dich dann reinschleusen. Die Idee klingt nicht schlecht. Aber dazu müssen wir Rohbretter wirklich gut tarnen, damit wir nicht auffliegen. Ja, ich bin schon dabei. Okay, sag, wenn du soweit bist. Kennst du dich zufällig mit Medizin aus? Bei der Ausbildung hatten wir mal eine Schulung. Was willst du wissen? Weißt du irgendwas, womit man schnell einen Kater wegkriegt? Oh ja. Du brauchst Seife, ein Ei und etwas Wasser. Rühre alles zusammen. Bring das Gemisch zum Kochen und... voilà. Und das war's? Ja, ist ein altes Rezept meines Großvaters. Cool, danke, Mann. Kein Problem. Was brauche ich, um Zutritt zu bekommen? Laut neuer Gesetzgebung müssen alle Warenlieferungen hier durch. Und ohne Fracht kommt hier keiner rein. Ah, dann brauche ich wohl einen Transportroboter. Ja, einen Krebs-Transportroboter. Und ein ausgefülltes Warenanlieferungsberechtigungsantragsformular natürlich. Alles klar, danke. Seid ihr beiden Brüder? Nein, wie kommst du darauf? Verschwinde! Warum heißt das Gebäude jetzt Lagerhalle? Das Management hat das so entschieden. Ein ganz schön dämlicher Name, oder? Wir haben immer Versteck gesagt. Versteck? Klingt viel zu unprofessionell. Das Wort passt in keiner Weise zum seriösen Auftreten unserer Organisation. Wir sind Piraten. Was ist daran so seriös? Stelle nicht die Entscheidungen des Managements in Frage. Oder willst du etwa eine Abmahnung riskieren? Ist ja gut. Muss ja nicht gleich an die Decke gehen. Verschwinde! Deine Anwesenheit wirkt sich nicht gerade förderlich auf die Moral der Belegschaft aus. Ich geh dann mal. Tu das! Oh, Flüssigseife. Die nehme ich mit. Das Wasser ist ganz schön eklig. So, jetzt ist Sumpfwasser in der Tasse. Ich nehme mal ein Ei. Ich habe das Ei in die Tasse geschlagen.